Speed bitte auf 2,50. Und ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gestartet. Ja, bin Richtung mit der Startbahn 2,7 Grad gestartet. Ups. Hat ja zum Glück keiner gesehen. So, hallo zusammen. Da sind wir in einem sehr, sehr nebligen Weeze, wo wir das letzte Mal gelandet sind mit unserer CRJ. Und ja, heute wieder auch in CRJ. Wir machen ja einen kleinen City-Hop, deswegen dachte ich, nehmen wir einfach mal das passende Livery der Air France dazu. Den Hop. Und ja, unser Flug heute von Weeze hier am in der nordwestlichen Ecke Deutschlands geht es einmal nach Süden, nach Saarbrücken. Genau, ich kann euch das auch kurz auf der Karte zeigen. Und zwar sieht das so aus. Ihr könnt das hier alles ignorieren. Ja, wir sind hier oben in Weeze, fliegen, starten dann Richtung Osten, fliegen dann hier an, was ist das hier, Duisburg vorbei, Krefeld. Und hier dann über, das ist Belgien, meine ich. Und sobald wir hier nach Süden kommen, ist hier auch ganz viel nix, bevor wir dann schließlich in Saarbrücken, beziehungsweise östlich davon auf dem Flugplatz oder Flughafen, es ist ein internationaler Flughafen tatsächlich, landen. Reine Flugzeit sollte irgendwas um die 30 Minuten sein, also nicht so aufregend. Flughöhe 25.000 Fuß. Und das Ganze live auf Wetsim. Das Ganze live auf Wetsim und mit realem Wetter. Die Uhrzeit ist nicht real. Da habe ich mir ein bisschen Freiheit erlaubt, weil ich nicht immer nachts fliegen will. So ist das nämlich, wenn ich im Winter nach Feierabend fliege, dann ist es eben immer nachts. Stattdessen habe ich jetzt irgendwas am frühen Nachmittag eingestellt. Genau, ich hoffe, dass es in Saarbrücken nicht ganz so neblig ist wie hier. Und würde sagen, mein Tracker ja mal wieder zuverlässig funktionieren würde. Legen wir einfach einmal los. Nein, wir legen noch nicht los, weil ich habe keine Checkliste zur Hand. Dann weiß ich gar nicht, was ich tun muss. Gib mir einen kleinen Moment. Aha. Checkliste. Für den Fall der Fälle. Ich weiß, es geht los mit der Batterie und der APU. Das Door is open. APU Start. Die Master Cautions können wir ausschalten. Sobald die APU da ist, dann kann das hier losalignen. Die Hydraulic Pump können wir anschalten. Doch, die. Und ja, sobald wir Strom haben, mit dem FMS loslegen. In der Zwischenzeit kann ich hier aber schon mal einstellen, unser Flugzeug heute. Wir haben an Bord, lasst mich kurz in meinen Unterlagen schauen. 44 Passagiere bloß. Nicht so gut besucht der Flug. 44 Passagiere und die haben ganze 507 Kilo an Gepäck bei.
Lasst mich kurz überschlagen. Das sind 470, 498. So passt's. Genau, und wir brauchen einen Treibstoff für unseren tollen Flug. 2814 Kilo. 2873 ist close enough. Das einmal im Simulator. Das können wir da auch schon mal hinkopieren. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob es auch da landet tatsächlich. Und jetzt mein blödes Track IR. Hier ist das natürlich super nervig. Wenn ich Track IR pausiere, ist es seit neuestem auch einfach im Flight Simulator aus. Das ist unfassbar nervig. Gib mir mal einen ganz kurzen Moment. Vielleicht kann ich das ja hier noch mal irgendwie anders lösen. So. Probieren wir das mal so. Das ist geändert. Hat es nicht. Du, kriegen wir noch hin. So rum. Oh, Client Save. Resume. Jetzt habe ich zwei Buttons, aber ist egal. Ist alles nicht optimal. Das ist auch erst seit dem neuesten Update so. Und es springt trotzdem einfach zurück. Meine Güte. Okay. Position Init. Wir sind bei E D L V und unsere Position nehmen wir vom GPS. Unser Flightplan. Wir fliegen von E D L V nach E D D R, das ist Saarbrücken. Wir sind U KV8188, wie immer. Exakt. So, das hier hat er sich noch nicht reinkopiert. Wir machen Flight Level 250. Jetzt aber. Kopie ins FMS. Jawohl. VNAV Setup sieht soweit gut aus, meine ich. Hier wird unsere Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen höher sein, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Gehen wir zum Flightplan. Wir starten Runway 09er und über die WBAC to Romeo Departure. Und wir wollen ankommen. RNF, Runway 09er. Gibt leider kein ILS aus dieser Richtung. Aber theoretisch sollte das funktionieren. Und wir kommen an über Tompi. Das habe ich, glaube ich, in der Karte so gesehen. Und ich gucke noch mal kurz nach. Runway 09er, Tompi, jawohl. Exakt. Tut. So. Dann von WBAC aus. Lasst mich kurz auf meine Unterlagen gucken. Nehmen wir Zulu 283.
Zulu 283 bis LNO. Und von dort aus November 852 bis Geslo. Geslo. Das haben wir auch. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Discontinuity fixen. Wir fliegen nämlich von Geslo direkt nach Tompi. Soweit der Plan. So, das hier bitte WINAV mit einblenden. Und dann haben wir das FMS auch soweit schon eingerichtet. Sehr schön. Ein bisschen Licht können wir gleich mal machen. Wir brauchen das Navlight, können wir schon mal anmachen. Logo Light, warum nicht? Dann geht es weiter mit den restlichen Hydraulics. Dann geht es weiter mit den Emergency Lights, Passenger Signs. Dann Cabin Pressure, Air Conditioning ist nächste. Das auf Low, das auf Low. Probes on. Recircling on. Höhe. Wir sind auf. Was haben wir denn hier so an Höhe? 95 Fuß. Das können wir einmal stellen. Der Screen. Nee, bei 100 Fuß, das passt. Lasst mich kurz überlegen. Emergency Lights. Habe ich armed. Hydraulic ist an. Sonstige Lichter brauche ich gerade nicht. Gut. Trims und Yaw Damper sind das nächste auf meiner Liste. Trim. So rum. Yaw Damper. Warum ist da noch die Warning an? Ich habe sie noch eingestellt, dachte ich. Weiß ich gerade nicht genau. Trim für den Takeoff können wir einstellen. Takeoff Trim 7,3. Haben wir. Den Yaw-Damper gucke ich nochmal, bevor wir losrollen. Und dann den Luftdruck müssen wir noch einmal checken. Den Luftdruck nehmen wir hier mal von Düsseldorf. Visibility 500 Meters. Ja, da ist auch neblig. Clouds Overcast auf 100 Fuß, ja. 1029 ist der QNH. Ja, man sieht, wir wären auch unter Meeresspiegel, hätte ich den so gelassen. Also wir haben relativ hohen Luftdruck. Ja, sollte in etwa passen. Jo. Ich noch kurz überlegen. So, das Alignment ist auch durch. Das ist sehr schön. Wir können schon mal unsere Höhe einstellen.
25.000 sind heute gefragt. So, Radios. Unicom ist eingestellt. ATC 2200 ist an. Genau, Takeoff Briefing. Ja. Wir werden also gleich das WBAC 2. Also, wir werden hier losrollen nach links. Runway 09er. Starten Richtung Osten und dann hier diese Departure fliegen. Das ist die hier nach WBAC und von dort aus geht's dann weiter. Soweit der Plan. Soweit der Plan. So, Personal. Okay, ja. Personal Electronic Devices sind off. APU ist an. Electrics passen. Take-off Data haben wir eingegeben. Die Türen können wir schließen. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Ja, das ist doch schön. Das Beacon Light kommt an. Beacon Light haben wir an. Fuel Pumps an. Hydraulic Pumps checken. Parking Brake Set. Fuel Pumps an. Hydraulics sind an. Parking Brake ist set. Ja, ein Pushback. Naja, brauchen wir eigentlich nicht. Von daher rechtes Triebwerk starten. Läuft an. Kriegt Treibstoff. Jawohl, linkes Triebwerk starten. Kriegt Treibstoff. So, was haben wir hier? OB Ground Spoilers. Bin mir nicht sicher, was die Warnung mir sagen soll. Spoilers sind doch drin. Und Yaw-Damper? Yaw-Damper ist jetzt an, nur die Ground-Spoilers passen ihm gerade nicht. Wüsste ich jetzt aber auch nicht, was ich dagegen noch tun soll. Okay, hat sich erledigt. So, Triebwerke laufen, die APU kann aus. Die Packs kommen an. So, und damit sieht das doch richtig gut aus. ATC haben wir immer noch nicht online. Das heißt, wir schalten unsere Taxi Lights an. Und noch was vergessen? Nose-Wheel Steering. Ja, ohne Nose-Wheel Steering kommen wir nicht weit. Moment, meine Pedale sind hier ein bisschen verrutscht. So. Parking Brake los. Ein Schubhebel ist hier auch am Arsch, am Popo der Welt, sorry.
Flaps 8 nicht vergessen. Trimmung passt noch. Rear-Chocks removen, sonst können wir nicht losrollen. Und auf geht's. Neblige Landung bin ich ja mittlerweile gewöhnt. Das letzte Mal, wo wir hier in Weeze gelandet sind, war es nämlich auch super neblig. Ich glaube, das war hier in Weeze. Und da war es noch zusätzlich Nacht. Ich habe es heute ein bisschen einfacher, aber bei der Sichtweite, und da mein Autopilot nicht tut, was er soll, ist ein Visual Approach nicht mehr drin. Naja. Aber wir sind optimistisch, es wird schon alles gut gehen. Was soll schon passieren? Ich muss nur ein bisschen aufpassen, wo ich abbiegen muss. Aber ich glaube, ich habe hier noch ein Stück. Ja, die nächste muss ich abbiegen. Bremsen, bremsen, bremsen. Nicht allzu schnell um die Kurve. Da schütten die Gäste alle noch ihre Getränke. So. Dann brauchen wir noch ein paar mehr Lichter. Fuel Crossflow Override. Haben wir. Flight Attendants wissen Bescheid. Transponder ist set. Ja, kann losgehen. Landet auch gerade keiner. Ich vermute, es ist auch keiner auf der Bahn. Wer weiß. Ich kann nicht mal das Ende der Startbahn sehen. Prozent laufen stabil. Take off. Rotate. Positive Rate, geh ab. Ich habe vergessen, den Take-Off-Button zu drücken. So, und dann hätte ich jetzt aber gern trotzdem meinen Autopiloten. Für NAV. Und Climb. Der Speed bitte auf 2,50. Und ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gestartet. Ja, bin Richtung mit der Startbahn 2,7 Grad gestartet. Ups. Hat ja zum Glück keiner gesehen. Oh ja, der hätte mir ATC aber ordentlich einen verpasst, wenn ich das im kontrollierten Luftraum gemacht hätte. Crossview kann wieder auf Auto.
Thrust Reverse, das habe ich auch vergessen, aber die sind off. Meine Güte. Da habe ich schon eine Checklist und trotzdem verpasse ich die Hälfte. Ich muss einfach mehr fliegen. Das ist dann die Lösung all meiner Probleme. So, wo steuern wir jetzt hin? Richtung Webug direkt. Und das ist aber da. Ich lasse ihn mal kurz machen. Ich guck mal, was bei rauskommt. Wir haben ja gerade kein ATC online, sonst wäre das nämlich sehr peinlich. Ja, okay. Direkt zum nächsten Netex. Wow, war das schlecht. Was macht der Autopilot hier bitte? Ich muss das hier jetzt mal manuell regeln, sonst wird das nix. Der Autopilot ist verwirrt. Direct, wie wär's hier mit dem nächsten Celti? Machen wir es so. Kriegen wir das jetzt hin? Das soll es auch klappen. So, wir sind über 10.000. Wir können auch ein bisschen beschleunigen. Können die Lichter ausmachen und die Leute können sich von mir aus auch abschneiden. Auch hier scheint auch der Nebel aufzuhören. Dahinter ist es klar. So sieht das doch jetzt alles viel besser aus. Puh. Ja, da sieht man es. Da sind wir gerade im tiefsten Nebel gestartet. Und jetzt in freundlicheres Wetter unterwegs. Kurzer Blick auf die Karte verrät uns, dass wir jetzt wo sind? Naja, weit ab vom Kurs, aber wir kommen wieder zurück. Und Düsseldorf ist zu unserer Linken. Der Tower wird sich auch freuen, was ich hier für Manöver fliege. Es tut mir leid, es ist mir ernsthaft peinlich, dass mir das passiert ist. Ja, verteilt mal eure Sandwiches, ist in Ordnung. Und ich guck mal ganz kurz. Ja, es ist tatsächlich, wollte ich das Head-Tracking kurz ausschalte, bleibt dabei, dass es auch im Flight Simulator ausgeht. Das ist ja super nervig. Aber gut. Muss ich mal googeln oder jemand hat einen Tipp für mich, was ich da umstellen muss. Richtig, der Luftdruck blinkt vor sich hin. Der war da nicht mehr korrekt. Und wir sind jetzt wieder auf Kurs, so wie es aussieht. Nicht sehr weit, weil in, was ist das hier, 80 Meilen ist schon wieder unser Top of Descent.
Ich hoffe, wir kommen bis dahin. Ja, kommen wir. Die Banane zeigt's an. Dahin kommen wir gerade mal so auf unsere Reiseflughöhe. Und wir sind jetzt auch, ich glaube, schon in Belgien. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich in der Ecke hier nicht so aus. Ist hier irgendwo Grenzgebiet? Nee, müsste noch Deutschland sein, oder? Ich glaube, hier ist Deutschland und hier die Ecke ist Belgien. Dann wieder Deutschland. Aachen ist auf jeden Fall Deutschland. Es ist kompliziert. Sagen wir es so. So, Reiseflughöhe haben wir gleich erreicht. Und jetzt wäre der Moment, wo wir auf Mach 7,7 beschleunigen. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe vergessen, meinen Skytrack zu starten. Das ist natürlich bescheiden. Weiß, ich muss diesen Flug nochmal absolvieren. Aber zum Glück ist er nicht so sehr lang. Sollte ja kein Problem sein. Vielleicht fliegen wir dann den einfach nochmal im Airbus. Weil, warum nicht? Ich hatte ein bisschen Sorge, ich nehme die CRJ immer, ich sag mir mal, wenn das so irgendwie die reine Flugzeit unter einer Stunde ist, dann ist das eher was für so einen kleinen Regional Jet als ein Airbus. Aber, ja, um mal wieder im Training zu bleiben, könnten wir das tatsächlich nachher einfach einmal tun. Also nicht nachher, ich glaube, heute wird das nichts mehr. Aber beim nächsten Mal, sagen wir es so, machen wir einen kleinen Vergleichsflug. Ich bin auch gespannt, weil beim A320NX die Jungs von Fly-by-Wire und Mädels und die Community und wie auch immer haben ja nämlich den Development Branch, also die Version, die ich immer fliege, wohl geupdatet. Dass sie jetzt alles, was eigentlich so für die Navigation an Code vorhanden war von Asobo, die also ursprünglich die A320 für den Flight Simulator erstellt haben, alles, was da an Code drin ist, ist rausgeflogen. Und es ist jetzt nur noch, ja, deren Eigenentwicklung vorhanden. Und ich sehe gerade, unsere Gewichtsverteilung passt anscheinend gar nicht, weil... Schaut euch mal die Trimmung an. Wir sind fast vollständig nach unten getrimmt. Das heißt, wir sind ein bisschen zu hecklastig. Ja, Center of Gravity ist ein bisschen weit hinten, glaube ich. Also irgendeine Anzeige passt hier nicht. Naja.
Ein ganz schön chaotischer Flug. Ich entschuldige mich. Es ist eigentlich, ich sag mal, es ist gerne mal überraschend mit mir, aber so chaotisch eher selten. Oder? Bilde ich mir das nur ein? So, wir eiern jetzt wieder nach rechts, wir eiern nach links. Ich ärgere auch ein bisschen. Ich kann nämlich normalerweise kann man auf diese Knöpfe auch raufdrücken. Aber irgendwie finde ich die Stelle dafür nicht mehr. Habe ich es zufällig erwischt? Ah, der Trick ist einmal Rechtsklick. Und dann kann ich. Okay. Wieder was gelernt. So, wir passen hier mal wieder unseren Kurs. 70 Knoten Wind ist auch ordentlich. Aber nichts, was der Jet nicht handeln können sollte. Leute können. So, und wir sind jetzt mitten im Nirgendwo. Können aber gleich mit dem Sinkflug beginnen. Da fliegen wir noch an Trier vorbei. Da können wir noch mal nach Ausschau halten. Und wir könnten noch ein bisschen mehr Gas geben. Obwohl es eh gleich hinfällig ist, weil wir gleich sinken müssen. Und zwar auf was für eine Höhe? 6000 Fuß erstmal angesagt. Ich das hier. So. Nach der Kurve ist unser Top of Descent. Und guck mal hier, wunderschön klares Wetter. So soll das sein. So soll das sein. Da muss ich gleich mal gucken, wenn wir ein bisschen näher dran sind, ob das so läuft wie geplant. Tompi DR402. Das sehe ich gleich, oder? DR402, DR401, 400, ETIT und dann Runway. Ja, yep, das passt. Läuft wie geplant. Oh, wir drehen. Wir sind gleich beim Top of Descent. Wir wollen dann runter auf. Hoppala. Meine Güte, nicht immer abrutschen hier. 6000 Fuß.
Ich halte hier immer noch Unicom im Auge. Es sind nämlich doch ein paar Controller online, aber leider keiner, der für uns zuständig ist. Und Top of Descent müsste gleich da sein. Warte auf die Schneeflocke. Da sind wir vorbei. Sinken. Und Schub raus. Und wir müssen ordentlich sinken. Ich versuche hier den grünen Pfeil für die Sinkrate mit dem blauen. Hoppala. Dem blauen dazu vereinen. Das ist nämlich die Sinkrate, die wir brauchen. Und wir sehen hier an der Schneeflocke, dass wir jetzt auf dem richtigen Pfad sind, um bei Tompi auf 6000 Fuß rauszukommen. Das ist halt das Einzige, was ich bisher immer im Airbus vermisse, diese Top-of-Descent-Anzeige. Bin mir nicht sicher, ob es sie mittlerweile jetzt mit dem neuen Update dann gibt. Kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ein bisschen Sorge, dass wir diese Kurve hier nicht hinkriegen. Können noch ein bisschen Gas geben. Ganz so langsam müssen wir nämlich doch nicht sinken. Nicht sinken, fliegen. Ganz so langsam müssen wir nicht fliegen. Sinkrate passt. Wir sind sogar ein kleines bisschen unter dem Idealpfad, was völlig in Ordnung ist. Ist mir lieber als drüber. Ich nehme mal den Schub raus. Speed Reference ist jetzt 250 und beim Landen nachher 130 Knoten etwa. Tja, und unser Luftdruck? Eine gute Frage. Luftdruck sollte sein. Haben wir was in der Nähe? Was ist das? Hannover ist ziemlich weit weg, Hamburg ist weg, Frankfurt ist noch am nächsten.
Kein Wind, ordentlich Sichtweite, ein paar Wölkchen. QNH 1029. QNH 1029er. Kann ja mal kurz gucken, was SIM-Brief sagt. Da steht das normalerweise auch irgendwo. Moment. Bin's noch? Hab ja Zeit. Oder ich find's doch nicht. Nee, finde ich gerade nicht. Ist egal. Es wird schon etwa richtig sein. Plus minus ein bisschen. Und so, wir können aber uns schon mal Gedanken machen. Die Landing Elevation können wir nämlich noch einstellen. Da werden wir nämlich ankommen auf 1022 Fuß. Fuß. Das schaffen wir doch niemals bis Tompi auf 6000. Ich glaube, hier mein Top of Descent war nicht ganz korrekt. Ja gut, wir müssen above 6000 sein. So ist das konfiguriert, aber das ist nicht ganz das, was ich möchte. Ich sehe schon, ich kann ja schon mal die niedrigste einstellen. Ein bisschen tiefer einstellen, die Höhe. Das hat nämlich auch nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe. So, Landing Elevation. Hoppala. Oh. Irgendeinen Schalter habe ich getroffen, ich weiß gerade nicht welchen, aber es war anscheinend nichts Kritisches. Ich weiß, das sage ich irgendwie jedes Mal. Und das letzte Mal, wo ich das gesagt habe, ging das fast schlecht aus für mich. So, wir fahren mal ein paar Speedbreaks aus. Machen mal ein bisschen langsamer. Wir sollten jetzt nämlich auf 6000 sein und auf 4000 gleich sinken. Wir machen es mal einfach so. Speedbrakes können wieder rein.
Links hinter uns ist irgendwo der Flugplatz. Da ist die Landebahn ausgeleuchtet. Da wollen wir hin. Landing Lights, Anschnallzeichen. Mich auch vergessen, wie immer. Ja, mehr kann ich gerade nicht tun. ATC ist immer noch keiner weiter online für uns. EDGG, doch, das könnte sein. Langradar EDDR landen wir. Ist der aber nicht zuführend zuständig. Okay. So, wir sinken noch ein Stückchen weiter. 3500. Und da fängt auch tatsächlich unser Glideslope für die Landung an. Das hier müsste. Welche Richtung fliege ich denn? Richtung Süden, ja. Das hier ist übrigens Saarbrücken. Glaube ich. So, wir machen mal ein bisschen langsamer. Wollen wir tatsächlich gleich landen. Hoffentlich. Schon mal ein paar Klappen ausfahren. So dass die Nase etwa auf Horizont ist. Die Thrust Reversers brauche ich gleich. So, das heißt, wir können vielleicht doch einen Visual Approach fliegen, weil ich immer noch kein Vertrauen darauf habe, dass das mit der Landung hier gleich funktioniert, mit dem RNAV Approach. Approach. Das hat genau gar nicht funktioniert. Gut, dann eben Visual das Ganze. Ist ja kein Problem für uns. Oder so ähnlich. Fahrwerk.
Klappen voll. Ein bisschen schneller. So, Geschwindigkeit passt einigermaßen. Ich glaube, ich bin zu tief. Links die Puppy Lights sehen so aus, als wäre ich. Ah, jetzt passt es wieder. Ja, ich habe da doch die kleine Anzeige an meinem künstlichen Horizont für den Gleitpfad. Vielleicht hätte der Autopilot das doch regeln können, aber jetzt ist es ein bisschen zu spät. Ein bisschen mehr Gas geben hier. Sehr hoch. Ich glaube auch, dass die Bäume nicht ganz korrekt sind. Weil so Guiding Lights für die Landebahn mitten im Wald stellen ist irgendwie auch eher kontraproduktiv. Ah, ich bin viel zu hoch. Gelandet. Nicht schön, aber selten. Oh, willkommen in Saarbrücken. Die APU ist gestartet, das ist auch sehr gut. Rope Lights aus, Landing Lights aus. Flaps sind drin. Aus irgendeinem Grund, das habe ich noch nicht verstanden, soll ich dann immer die Probes hier ausschalten? Nicht so ganz sicher warum. Aber gut, habe ich gemacht. After Landing Checklist complete. So, dann suchen wir uns doch mal einen schönen Parkplatz. So viele gibt es hier gar nicht zur Auswahl.
So, das hier ist jetzt Alpha. Ein bisschen langsamer hier. Und von hier aus können wir jetzt ja, zum Parkplatz. Parkplatz Nummer November 5. Da steht auch schon ein kleiner Pushback-Helfer. Wird schon richtig sein. Passt. Parking Brake und Triebwerke aus. Taxi Lights aus und die Passagiere. Moment, wo ist off? Falscher Schalter. Passagiere dürfen sich schon mal abschnallen. Bieten kann aus, die anderen Lichter können auch aus und Chocks in place, Tür auf. So, und das war's im Wesentlichen. No Swiss Steering kommt aus. Und ja, wenn ich jetzt gleich noch den Rest abschalte, bedanke ich mich schon mal, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, auch wenn es komplett chaotisch war, war es ein gutes Beispiel, wie man es vielleicht nicht machen sollte. So können wir das doch durchaus sagen. Und ja, wie gesagt, der Flug will, ich muss den nochmal wiederholen. Dann im Airbus. Und Batterie aus. Das war's. Dann nochmal im Airbus, weil wie gesagt, ich habe meine Tracking-Software vergessen zu starten. Der Flug ist nämlich Teil einer Tour, die ich für die virtuelle Airline fliege. Und da muss man nebenbei tracken, wann man gestartet ist, wann man gelandet ist, wie weit man geflogen ist. Und das kann ich leider nicht im Nachhinein irgendwie per Hand einreichen. Von daher, ja, wird es nochmal einen Flug mit dem Airbus geben, die gleiche Strecke. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich denke, in ein paar Tagen werde ich das nachholen. Und ja, bis dahin. Vielleicht sehen wir uns auch schon vorher im Cockpit der A10 oder ganz woanders mit was ganz anderem. Wer weiß. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das hier seht. Und bis zum nächsten Mal.